Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Folge und ich habe heute einen Naken Controller. Es ist eine Art Naken Standard Controller, aber der Asymmetric Naken Controller, der ist neu und der soll so als Alternative sein zu einem PlayStation Controller. Zu einem Standard PlayStation Controller für die Patienten, die sagen, ja, ich mag das Xbox Layout, möchte aber kabellos bei mir auf der PlayStation 4 spielen. In den letzten Folgen habt ihr mitbekommen, es gab einen neuen Controller von Naken, der Unlimited Controller, der kabellos ist. Und das ist sozusagen sein kleiner Bruder. Links zu aktuellen Preisen, Angeboten, Sales, wie immer bei mir in der Beschreibung. Das ist der neue, schaut aus wie ein typischer Naken Controller. Bluetooth USB Receiver, also so ein Dangle. Und dieser soll Audio und Chat per Kabel übertragen. Zwei Fragen, die sich mir stellen. Funktioniert dieser nur per USB oder könnte man mit Kabel das Ganze steuern? Und wie ist die Qualität? Weil der Unlimited ist ja momentan so seine zwei Schwachpunkte, die L1 und die R1-Taste, die wir so beobachten müssen, wie sich das Ganze entwickelt, ob das wirklich zu einer Kinderkrankheit wird. Genauso wie der Wireless-Modus, wo wir den Sprachchat benutzen und dieser, naja, nicht so sauber und flüssig sich anhört, wie halt bei einem normalen Standard-Controller. Asymmetrisches Design für perfekten Komfort bei langen Spielsitzungen. Zwei Vibrationsmotoren, Spielzeit bis zu 7 Stunden Akku, Arbeitsbereich bis zu 7 Metern, Akkustandanzeige, 3,5 Headset-Anschluss, USB-Bluetooth-Empfänger für drahtlose Spiele und Audio-Chat über den Controller. Auch hier gibt es keine Lautsprecherfunktion, wie es beim Standard-Controller hier in diesem Bereich ist, und auch keine LED-Bar. Im Lieferumfang der Link zum Handbuch, ein paar Informationen. Das Micro-USB-Kabel, also kein USB Typ C. Der Dangle, so wie wir das vom Unlimited schon kennen. Und der asymmetrische Controller. Man sieht auf jeden Fall, er sieht anders aus. Okay, die R2 und die L1 haben ein Feedback, ein recht hartes Feedback. Die Standard-Controller sind eher weich, je nachdem, was man hat. Xbox-Controller auch sehr, sehr weich. Also hier haben wir ein sehr hartes Feedback auf jeden Fall. Die R1 und die L1-Taste erinnert mich sehr stark an den Xbox-Controller. Ja, beim Unlimited haben wir hier diese mechanischen Tasten. Die hier ein recht großes Spiel haben. Okay. Ansonsten sind es diese typischen Naken-Tasten, die es überall in den Naken-Controllern gibt. Und auch ganz wichtig, die Asymmetrie der Thumbsticks. Ein Standard-Controller hat natürlich hier im unteren Bereich diese und den Naken- und die Xbox-Controller versetzt. Wichtig ist, du kannst hier nichts austauschen. Hast hier dein Steuerkreuz, das Touchpad, Share Options Taste. Zum Aufladen und hinten. Keine Paddles, nichts. Einfach nur die LED-Anzeige, wenn ihr da drauf drückt, wird euch mit einem Licht angezeigt. Voll oder nicht voll. Und dann hier Reset. Die Form ist sehr ähnlich wie beim neuen Unlimited Controller. Der ist nur hier etwas schlanker in diesem Bereich. Auch wichtig, natürlich habt ihr keine Software. Ihr müsst einfach damit klarkommen, innenladen, kaufen, nutzen, fertig. Ihr könnt hier nichts einstellen, keine Todeszone oder sonstige Einstellungen. Triggerstop geht nicht. Also ganz normaler Controller, wie es beim Standard-Controller ist, nur halt einfach versetzt und eine andere Form. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch hier haben wir das Problem wie beim Unlimited-Controller, dass wenn wir ein Headset anstecken über Klinke, es sich einfach schlechter anhört, wie zum Beispiel bei einem Standard-Controller. Wie gesagt, ich hoffe einfach, das wird gepatcht, dass dieses Problem gelöst wird. Ansonsten finde ich das sehr, sehr schade, dass er nur über USB funktioniert. Es wäre echt cool, wenn man auch ein Kabel dabei hätte. Nicht nur ein Ladekabel, sondern wirklich ein Verbindungskabel, wo wir damit direkt an der Konsole zocken könnten. Weil es ist ja ein lizenziertes Produkt. Das wäre richtig geil, aber leider ist das hier nicht der Fall. In der Krankenhausapotheke haben wir neue Medizin, denn einen neuen Apotheker namens Gamix. Und er verschreibt immer regelmäßig Controller-Zubehör und ihr habt zum Beispiel hier die Möglichkeit. RaceX, das lässt sich dann an die Controller setzen, um diese zu erweitern.
Beim asymmetrischen sind die Sticks wesentlich kleiner, dadurch passt das zum Beispiel hier so nicht. Es gibt auch da noch eine Xbox-Version, also die PlayStation-Version, die passen hier nicht. Könnt ihr diese draufsetzen und verlängern. Genauso wie Curbix bedeutet, ihr könnt hier die Widerstände anpassen bei Controllern, die jetzt zum Beispiel nicht wie es beim Unlimited Controller ist, Widerstände mitliefern, sondern oft bei Standard-Controllern. Und wenn wir schon dabei sind, ich blende euch jetzt einen Gutschein ein, der zuerst diesen im Shop eingibt, kriegt 20 Euro. Kann für 20 Euro einkaufen. Für alle anderen, die ein bisschen zu spät dran sind, in der Beschreibung gibt es 20% für meine Patienten. Das heißt, auch da habt ihr die Möglichkeit. So, draufgesetzt und einen gewissen Widerstand. So, das ist jetzt ein Probepack. Es gibt verschiedene Widerstände, je nachdem, welchen man halt benötigt. Ansonsten habt ihr natürlich die Möglichkeit, Grip für die Controller anzupassen. Snipex, falls ihr einen Punkt auf dem Monitor benötigt. Und das Pro-Pack, wo es fast alles zum Probieren gibt. Unsere neue Medizin in unserer hauseigenen Apotheke, neuer Partner. Willkommen, das freut mich. Schreibt mir eure persönliche Meinung, welchen Controller nutzt ihr so und ist das für euch eine Möglichkeit oder bleibt ihr lieber beim Standard-Controller? Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.